Regionalpolitik eine hohe politische Relevanz. Wir sehen das in den Diskussionen in Großbritannien mit dem Brexit, wir sehen es in den USA mit Trump, wir haben die Debatte in Europa. Regionen in ihrer Unterschiedlichkeit können zum Problem werden. Das macht die Sache interessant. In Deutschland haben wir eine lange Tradition der Regionalpolitik, allerdings mit sehr überschaubaren positiven Ergebnissen. Das Ruhrgebiet beispielsweise ist ein solches. Und insofern ist es wichtig, das Ganze neu zu durchdringen, die Frage nach den Indikatoren, den Zielen und dann auch einer Evaluation zu stellen. Und das macht die Sache so interessant. Regionalökonomik und Regionalpolitik müssen hier neu gesamthaft gedacht werden.